Hey zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Für heute habe ich mir überlegt, zeige ich euch mal wieder einen sehr, sehr schönen Duft aus dem Hause Latafa. Einen noch sehr, ja, frischen Duft, möchte ich sagen. Also nicht frisch im Sinne von einer frischen Duftnote, sondern frisch im Sinne von relativ neu. Ich meine, er ist 1-2 Monate alt jetzt, da ich dieses Video aufnehme. Ich labere gar nicht so lange drum herum. Es geht um diesen Kandidaten hier, den Vintage Radio. Ein sehr, sehr schöner Duft in einem sehr, sehr schönen Flakon. Das Ganze könnte meiner Ansicht nach nur noch getoppt werden, wenn der Flakon einzig und allein so aussehen würde, wie dieses Radio, was hier vorhin aufgebracht ist. Das wäre der absolute Kracher geworden, in meinen Augen, aber auch so sehr, sehr gelungen. Denn wir haben hier nicht einfach nur irgendwelche Aufkleber vorn drauf, sondern dieses Radio hebt sich hier haptisch tatsächlich ab und ist hier diese Lautsprecher quasi. Man fühlt dieses Radio, möchte ich sagen. Ja, es hat Vertiefungen, Erhebungen, Vertiefungen, alles drum und dran, auch die Schriftzüge aufgebracht. Das Ganze wirkt qualitativ schon sehr, sehr hochwertig. Der Flakon ist schwer, massiv. Hier also wieder ganz, ganz toll. Die Originalverpackung, die sah auch sehr respekteinflößend aus. Habe ich aber schon weggeworfen, da ich die ein bisschen kaputt gemacht habe beim Aufmachen. Ja, von dem her, lass uns hier einmal zum Duft kommen. Dieser Duft soll, wenn man den verschiedensten Stimmen Glauben schenken darf, recht ähnlich sein zum Initius Paragon. Hier muss ich sagen, es ist schon ein bisschen her, dass ich den gerochen habe, den Paragon. Deswegen habe ich das nicht mehr eins zu eins im Kopf, um dir hier den, ja, detailreichen Vergleich zu bringen. Das kommt auf jeden Fall schon hin. Ähnlichkeiten sind meiner Erinnerung nach auf jeden Fall schon da. Ich möchte hier aber an dieser Stelle dann einfach diesen Duft einmal für sich allein beschreiben. Ich habe mir nochmal ein Pröbchen besorgt vom Paragon, müsste in den nächsten Tagen hoffentlich bei mir ankommen und dann werde ich das bei Bedarf nochmal direkt nachholen, diesen 1:1 Vergleich. Das heißt hier fürs Erste die alleinstehende Duftbeschreibung. Wir haben hier einen Duft, der, ich sag mal, in die Richtung geht süß-cremig, um das ganz grob runterzubrechen. Er startet noch relativ frisch mit einer sehr schönen Bergamottnote, hat diesen ganz leichten, dezenten Lavendel dabei und einen Salbei, der irgendwo so im Hintergrund herumwabert. Und wir merken schon, dass hier sich gleich eine wunderbare Süße mit einschleicht in dieses doch recht frische Eröffnungsthema. Und eine Pflaumennote, die von Anfang an präsent ist, eine sehr schöne Kreativität reinbringt, eine leichte Fruchtigkeit und sich sehr schön in dieses Gesamtbild einfügt, dieses cremigen, leicht süßen, aber doch noch frischen Eröffnungsakkordes, der mir ausgesprochen gut gefällt, der wunderbar rüberkommt und dann auch schon, wenn sich so die unruhigen Fahrwasser der Kopfnote ein bisschen gesetzt haben, nicht weggehen, aber gesetzt haben, kommt noch dazu eine dezente Würzigkeit, die diesen Duft komplett abrundet. Also von Anfang an ist dieser Duft einfach grandios, ein Meisterwerk und so schön gemacht. Ja, ist wirklich schön gemacht. Mit abklingender Kopfnote merken wir, dass sich immer mehr eine Holzigkeit mit hineinbringt, eine Holzigkeit und dieses süße Thema sich intensiviert, die Pflaumennote auch nochmal merklich intensiver wird. Nicht so intensiv, dass sie störend wird oder das gesamte Duftbild quasi für sich vereinnahmt, aber wir merken, die Pflaume kommt mehr in den Vordergrund, die Cremigkeit kommt mehr, die Süße kommt mehr, die Frische verflüchtigt sich ein bisschen und eben dieser holzige Rahmen, der baut sich immer mehr ringsherum auf und dieser Duft ist einfach ein unfassbar warmer, schmeichelnder, behaglicher Begleiter. Ganz, ganz toll gemacht, projiziert wunderbar, hält wunderbar durch, also 8 Stunden bekommst du auf jeden Fall raus. Und auch die Projektion ist sehr, sehr solide. Du wirst von deinem Umfeld wahrgenommen. Was ich noch vergessen habe, ich bilde mir ein, dass hier irgendetwas Vanilliges, Schrägstrich Ambriertes mit dabei sein könnte bei diesem Duft. Das bringt er einfach mit, so dieses warme, behagliche, leicht harzige, was hier mit anklingt. Bringt mir noch irgendetwas, was nicht unbedingt aus der Duftpyramide zu entnehmen ist. Aber ringsrum, wie gesagt, dieser Duft wird einfach im Duftverlauf merklich wärmer, nochmal cremiger und nochmal so mehr, ja, umarmender, behaglicher als zu Anfang. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall ein ganz, ganz toller Duft für die jetzigen, ja, nasskalten Herbsttage und auch für den Winter, für die ganz kalten Tage sehe ich diesen Duft als sehr angebracht an, denn der hat genug Kraft, er hat genug Ausdauer, um auch durch die kältesten Tage durchzuschlagen. Da sollte man sich nicht von dieser halbwegs frischen Kopfnote, ich sag mal, täuschen lassen, das legt sich relativ schnell und er wird nochmal sehr intensiv, er legt nochmal ordentlich zu und ist auf jeden Fall, ja, ganz, ganz toll.
Ja, Unisex tragbar, weiß ich gar nicht, hatte ich das erwähnt. Er ist auf jeden Fall Unisex tragbar. Im Moment sieht es auf Parfumo aus, so aus, als dass so dieses Tortendiagramm so ein bisschen mehr in die Richtung Weiblichkeit geht. Ich sehe den als sehr, sehr ausgewogen an. Männer können den gleichermaßen tragen als auch Frauen. Also sehr schön gemacht und könnte für den einen oder anderen da draußen eventuell der Signaturduft sein oder werden für die eben kälteren, nasskalten Tage, denn da macht er sich wirklich gut. Ja. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schöner Duft. Ein Kollege von mir hat sich den auch gleich mitgekauft, als ich den hatte. Und der war auch sofort vom Stuhl geschoben. Sehr begeistert. Wollte sich gleich noch zwei weitere Flaschen von dem kaufen. Einfach auf Vorrat, weil er so begeistert von diesem Teil hier war. Also da geht schon gut. Ich bin auch sehr begeistert hiervon. Latafa Vintage Radio aus der sogenannten Pride Kollektion. Und damit bin ich dann auch schon durch für dieses Video. Ich wünsche euch wie immer noch einen sehr, sehr schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.